Hallo, ich bin Christian Brockel und wir sind heute hier beim MC Jauer und ich stelle euch die Strecke vor. Die Strecke gibt es hier seit 1988, dann hatte sie bis 2006 hatte sie Bestand, dann wurde sie nochmal umgebaut und 2017 wurde sie dann nochmal ein klein bisschen verändert und so auf den heutigen Stand gebracht. Die Strecke beträgt 1650 Meter, wird von vielen als Hartbodenstrecke gehandelt, aber zum Rennen würde ich eher sagen, wenn sie gut vorbereitet ist, dass es sogar eine kleine Mischung ist, so zwischen hart und doch etwas lockerem Boden. Was die Strecke auch bietet, sind viele verschiedene Sprünge, was auch keine Langeweile aufkommen lässt. Und ich denke, die Fahrer werden hier auf ihre Kosten kommen. Hier in Jauer fanden schon sehr hochkarätige Rennen statt, zum Beispiel die MX3-Weltmeisterschaft, Europameisterschaften, die Seitenwagen-Weltmeisterschaft. Außerdem der Preis der Nationen in der Quad-Klasse und einige ADAC-MX-Masters-Veranstaltungen. Ein ganz interessanter Fakt ist hier, dass hier Motocross in den Schulen als AG angeboten wird. Und zwar können die Schüler dann hier beim MC Jauer ein paar Stunden Motocross fahren. Wir sind hier bei dem größten Sprung der Strecke, der ca. 25 Meter lang ist. Bei den vergangenen Masters-Veranstaltungen hier in Jauer werden viele noch die Whoop-Sektion kennen. Die wurde jetzt ersetzt durch eine neue Sprungkombination, auch mit Splitlane versehen. Und sie befindet sich noch im Bau, aber wird pünktlich für die Rennen fertig sein und wird, denke ich, eine Menge Spaß machen. Aber nun ist genug gequatscht worden, jetzt geht's auf die Strecke. Wir haben hier eine mittellange Startgerade. Es geht dann in eine 180 Grad rechts, relativ eng. Dann geht es auf die Gerade an die Helferbox vorbei. Hier die Wand, Bremssprung, durchziehen, kleiner Step-Down, Table. Jetzt kommen wir hier zu der neuen Split-Lane-Sektion. Links etwas flacher, rechts steil. Hier wird noch gebaut, das wird zum Rennen dann fertig sein, dass es rechte Seite auch höher ist. Step down, schnelle Linkskurve, kann man mit Vollgas fahren. Step up, hier die Möglichkeit innen außen zu fahren, wird auch noch eine Splitlane gebaut. Kleiner Speedsprung runter, schöner Tables zum Scruppen. Hier geht es in eine enge Rechtskurve, meistens innen, aber ich denke zum Rennen wird auch außen funktionieren. Dann schnelle Rechtskurve, hier geht es hoch zum Step up. Muss man gut ziehen. Schnelle Linkskurve, schöner Sprung zum Scruppen, bergab. Dann kleiner Bremssprung, bevor es in die Steilwand geht, wo man außenrum richtig Schwung mitnehmen muss. Am besten im Sitzen rausspringen, rüber in die Außenspur hinein. Schwung mitnehmen und wieder Step Up rein in eine kleine Wellensektion. Doppel-Single wird hier gefahren. Innen rein in die Linkskurve, Bergabsprung, möglichst flach springen, mit Tempo die Gerade runter, hart anbremsen, in die rechts rein. Die Welle wird nachher zum Rennen weg sein, hier ein schöner Sprung zum Scruppen wieder. Dann geht es mit Tempo durch den Wald zum schönen Sprung hier, kann man schön wippen. Und dann sind wir schon wieder beim Ziel, auch ein schöner Table hier, durchziehen, Speedsprung. Ein bisschen auf die Gerade, wieder ein kleinerer Bremssprung. Dann geht es mit einem kleinen Sprung in die Links. Hier entsteht auch noch eine Split-Leg-Sektion. Innen außen kann man dann fahren. Hier wieder kleine Bremssprünge, kann man schön wegscrubben. Noch einer und dann geht es mit Volldampf die Boxen gerade runter. Wieder hartes Anbremsen zur Wand. Ja, dann sind wir durch. Jetzt kennt ihr die Streckenführung und wisst, wo es hier in Jauer lang geht. Jetzt geht es natürlich darum, worauf kommt es hier an diesem Wochenende. Wie bei jedem Rennen wird der Start entscheidend sein. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Aber dann wird es wichtig sein, ein gutes Auge für die Spuren zu haben. Jauer ist bekannt dafür, dass es relativ kaputt wird, sehr kantig. Und ich denke, das kann dann im Rennen den Unterschied machen. Das war der ADAC MX Masters Track Check und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei den Rennen.